Herzlich willkommen zurück bei Days Gone. Ja, wir sind wieder im Iron Mike Camp. Ah, unser Bike. Guck mal da, ich habe es Ich hab ein gute bisschen. Sachen heute. Was? Wie geht's dir? Mir geht's gut, dir geht's auch gut, also lass mich in Ruhe. Ich moderiere jetzt ein bisschen an. So, ich habe mein Bike ein bisschen bearbeitet, ein bisschen, ja. Wir haben nämlich jetzt hier im Iron Mike Camp Vertrauen Stufe 3. So konnte ich jetzt nämlich einige Dinge mir noch besorgen. Ich habe ein bisschen offline, ein bisschen rum geguckt und ich habe ein bisschen Fleisch verkauft und ein paar Nester verbrannt, damit ich hier aufsteige. Denn ich wollte unbedingt die Möglichkeit haben, hier beim Händler Hey Dee, wie geht's dir? alles zu kaufen, was man kann. Naja, Wie zum gut siehst Beispiel du heute aus. Medikits. Die habe ich jetzt voll, aber die konnte ich vorher nicht kaufen, weil ich immer noch Vertrauensstufe 2 hatte. Aber jetzt kann man die kaufen und das ist wunderbar. So, Munition ist auch voll. Na So, gut. ich habe ein paar Folgen Sicher, dass du besser erstellt, auf wo mich ich ein paar aufpassen Nero-Stationen musst. ausfindig gemacht habe und erledigt habe. So Die habe ich geht's als mir auch. Gameplay gemacht, ohne Kommentar. Richtig. Die letzte Folge war quasi der gefährlichste Standort der Nero-Station direkt am Sägewerk. Da haben wir schon mal einen kleinen Blick auf das werfen können, was uns da gleich erwartet. Wir werden jetzt einfach mal zum Sägewerk fahren und gucken. Wir gucken uns jetzt erst einmal Willst an du die was kaufen? Situation. Die müssen uns ja Was? Wie geht's vorbereiten, dir? wahrscheinlich. Weil die Horde ist ja nicht gerade, soll nicht gerade klein sein. Ich habe da ein bisschen Sorge. Deswegen gucke ich in dieser Folge. Mein Plan ist, erst einmal ein bisschen auf leisen Sohlen ein bisschen zu gucken, Hey, Sekunde. bevor ich mich da reinstürze. Ja, oh ja. Ich habe ein bisschen Bammel davor. Ich gucke mal kurz die Gegenstände, die ich dabei habe. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Werden wir die alle brauchen können? Moment. So, das ist Rauchbombe. Naja, ich glaube, Stein. Attraktor. Das ist, glaube ich, Ablenkung, ne? Die könnten wir vielleicht mal verwenden, glaube ich. Um vielleicht, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich glaube, die kann man, wenn man die irgendwo ablegt, laufen, glaube ich, die ganzen Freaker auf eine Stelle. Und dann kann man die vielleicht aus einem Versteck, keine Ahnung, dann so auf einem Haufen vernichten. So könnte mein Plan aussehen. So könnte es funktionieren. Ich habe noch nie einen Attraktor benutzt. Auf jeden Fall kann man die herstellen. Wir haben ein paar Gegenstände dabei. Eine Dose, Wecker. Wir könnten ein paar davon machen, glaube ich. Neue. Aber sechs haben wir jetzt schon mal. Wir testen mal alles aus. Dann haben wir ja unsere Fernlenkbomben. Die könnten wir auch wieder gut aktivieren. Da kommen auch, glaube ich, wieder ein paar neue herstellen. Also sechs haben wir schon mal. Und ein paar mehr reicht bestimmt auch noch. Annäherungsmine. Die könnten wir eigentlich auch mal testen. Dann haben wir hier, dann haben wir. Wir haben mittlerweile sechs Splittergranaten gefunden. Sechsmal Rohrbombe, wo wir bestimmt auch ein paar neue bauen können. Dann haben wir Molotow-Cocktails, auch da können wir ein paar mehr machen. Und wir haben mittlerweile fünf Kannen gefunden. Das heißt, wir können fünf weitere Napalm-Molotow herstellen. Da haben wir ungefähr 11 von diesen Dingern. Und wir haben ausreichend Munition, also zumindest für einen Augenblick glaube ich, dass das so viel ist. Ich weiß nicht, wie viel da sind, ganz ehrlich. Ich bin ein bisschen, ja, Panik, Panik. Scheiße. Ich habe nur davon gehört, dass es die größte Rolle sein soll im Spiel. Und das macht mir ein bisschen Panik. Zu Recht wahrscheinlich. Jäger! Ja, ist ja gut. Lass mich zufrieden mit den Jägern hier. So die komischen Wölfe, ne? Schnauze. Hab keine Zeit, mich um euch zu kümmern. Ich habe jetzt andere Sachen vor. Ja, wir gucken einfach mal. Oh, da ist schon der rote Balken, der jetzt sofort erscheint, nachdem wir die verdammte Nero-Station aufgedeckt haben, kommt der rote Balken sofort. Okay. Frage ist, wie weit können wir mit der Horde rauslaufen? Ob das beschränkt ist auf ein Gebiet? Wir werden viel laufen müssen, glaube ich, ne? Aber ich gucke hier erst einmal nach, ob vielleicht hier irgendwo ein Ort ist, wo man drauf kann.
wo man sich verstecken kann. So eine Art wie bei der einen Horde da, wo wir uns auf das Vordach geschlichen haben und wo die nicht drauf kamen. Du erinnerst dich bestimmt. Das wäre gut, wenn es hier auch so was gäbe. Eigentlich, das würde sich eigentlich einladen, dass es hier so einen Ort gibt. Aber leider sind da jetzt überall Holzdinger. Da kommt die, wo ich dann drauf komme, kommen die auch drauf. So, ich fahre mal weiter. Mal gucken. Wir gucken uns das Ganze mal von außen an. Ah, das ist schon sehr cool gemacht. Sieht schon sehr cool aus. Da kommen wir auch nicht drauf. Hier vorne. Sind auch Holzbäume. Ah, da kommen wir drauf. Oh, da kommen die auch drauf. Ich nehme mal an, dass die... Da kommt ein Brecher. Der will mich doch verarschen. Das ist der Brecher von der Nero-Station. Der läuft jetzt hier weiterhin rum. Ah, Alter. Also einen Arsch haben wir hier schon mal rumlaufen. Das ist ganz toll. Mann. Man kann sich hier nicht in Ruhe umschauen, weil dieser Blödmann da rumläuft. So, der rote Balken ist schon da. Okay. Oh, scheiße. Aber da geht's auch noch irgendwo hin. Da sind die wahrscheinlich drin, ne? Der Wasserturm. Ja, toll. Die Leiter ist natürlich kaputt. Das wäre so ein schöner Ort, sich da drauf zu stellen. Toll, jetzt haben wir hier einen Brecher rumlaufen. Das ist ganz toll. Ganz elegant. Und da sind schon ein paar andere, die da rumlaufen. Also ein paar einzelne. Naja, die müssen wir vielleicht leise erledigen. Von hinten oder so. Gut ist auf jeden Fall, dass wir die Neostation, dass wir die ganzen Lautsprecher deaktiviert haben. Sonst hätte man gleich alle zur Neostation gelockt und das wäre ganz toll gewesen. So, ich fahr mal hier rum. Haben wir hier muss es eigentlich irgendwo einen Ort geben, wo man drauf kann, oder? Gibt es bestimmt irgendwo einen Ort. So, ich pack mal hier an der Seite. Warum müssen wir das eigentlich alleine machen? Warum müssen wir immer alles alleine machen? Wir haben auch ein paar Leute im Camp, die könnten uns helfen. Das ist ganz toll. Oh, das ist einer von der schnellen Sorte. Haben wir hier vielleicht irgendwo einen Ort? Haben wir hier irgendwas, wo wir drauf können? Ist hier irgendwas? Ich rechne ewig da nicht damit, dass wir... Hä? Ruhe. Ich rechne nicht damit, dass wir... so weit zurückgehen. Der rote Balken ist noch da. Hier vielleicht. Na, hier kommen die auch drauf. Man müsste irgendwie ein Auto schieben können, oben drauf gehen und das Auto irgendwie durch Bombe vernichten, damit die nicht draufsteigen können. Sowas wäre schön. Oder wenn man selbst auf den Baum klettert, dann hier auf dem Felsen oder so, ist ja auch nicht schlecht. Aber hier gibt's scheinbar nichts. Das wäre auch gemein gewesen, wenn jetzt hier noch ein Lautsprecher gewesen wäre. Wobei. Große Katze. Große Katze? Hä? Der sieht immer Dinge. 10.000 Meilen vorher. Vorsicht. Da springen die runter, ne? Das geht auch nicht.
Auf Dach selber. Von dem großen Gebäude. Wir gehen mal trotzdem langsam hin. Wir müssen mal halt gucken, dass wir die Freaker irgendwie beseitigen. Wir müssen uns ja irgendwie umgucken können. Bevor die große Horde kommt. Eieiei. Mich ja gerne mal vorbereiten. Das wäre nicht schlecht. So. Mittlerweile schneit es hier natürlich. Ah, da läuft wieder einer von der. Ist das so ein schneller? Ja, das ist so ein schneller. Den sollten wir zuerst erledigen. Und dann nach dem Brecher, der da rumläuft. Hey, Opa. Na du? Mit unserer Oh, der hat halt seine Perücke verloren. Sein Skalp. Okay, das war gar kein Opa. Der hat sich nur verkleidet. Oh, weia. Heilige Busch. Ach, hier sind wieder die ganzen Baumstämme. Wo ist der Maestro Brecher? Da sitzt er drin. Super. Hier sind überall rote Fässer. Okay. Lass mal kurz schauen. Hier kann man schön laufen. Aber sehr viel zu explodieren ist da unten nicht. So, was haben wir denn hier? Hier müsste es schön wäre, wenn es echt irgendwie einen Ort geben würde, wo man sich draufstellen kann, wo die nicht draufkommen. Irgendwas wie so ein, das Haus damals. Hier kommen die auch drauf. Wo ich drauf komme, kommen die auch drauf. Da kommen die auch drauf. Erstmal in Ruhe nachgucken. Ach, guck mal da, da ist eine Kanne. Was denn hier? Was ist? Ach so. Das Ding kommt dann runter, oder was? Okay. Ah, guck mal hier. Wir können einen weiteren Molly machen. Einen Napalm-Molly mit einer weiteren Flasche. Das kommt mir gut gelegen. So. Was haben wir denn hier Schönes? Eine weitere Flasche für Molly. Normal. Wir finden schon einiges Gutes hier. Ah, Sägeblätter und noch mehr Flaschen. Das gefällt mir gut. Die werden wir alle gut brauchen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viel es insgesamt sind, aber es soll die größte sein. Das macht mir ein bisschen Sorge. Schön wäre, wenn wir da auf dem Wasserturm könnten, aber leider sahen das die Entwickler nicht so gut. Als gute Idee. Und da kommen wir auch nicht selbst drauf. Da kommen wir auch nicht. Doch, da kommen wir zwar drauf, aber die auch. Hm, scheiße. Wo ist unser Brecher? Hier lief gerade noch ein Brecher rum. Arsch. Okay, sind scheinbar alle in diesem Gebäude. Eieiei. Was soll mich denn noch was geben? Mach drei Kreuz, wenn ich das hinter mir habe. Sind überall Häuser. Aber ich habe bis jetzt noch keine richtige Verengung gesehen. So eine, wo man kurz reingehen, flüchten konnte, um die ein bisschen langsamer zu machen. Die habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ach, was? Ach, hier ist eine. Kaum gesagt, ist da eine. Okay. So, was haben wir denn hier? Oh, das ist ein Material. Das wäre ein schöner Punkt, wenn wir da drauf kämen. Na, kommen die ja von hier. Das ist scheiße. Wenn wir das Fenster zumachen. Ah, das ist eine Tür. Mist.
Tja, es wird keinen richtigen Ort geben, wo wir uns draufstellen können. Das wäre der beste Ort, aber das ist nicht so gewollt. Das wäre auch nicht schlecht, aber auch das ist nicht gewollt. Die besten Orte sind nicht gewollt. Super. Ja, ich habe leider den Fokus der Injektoren nur auf Ausdauer und auf Energie gesetzt. Sonst könnte ich jetzt hier sehen, wie viele da sind. Aber es werden schon genug sein. Ich denke mal, Ausdauer und Lebensenergie ist hier sehr wichtig. Fand ich bis jetzt immer. Okay, das ist eine Lok. Können wir da drauf? Nein. Können wir nicht. Warum auch immer. So. Gut, da war da wieder die Nero-Station. Gucken mal, wie es hier ausschaut. Ja, da kommen wir überall hoch, aber da kommen auch die drauf. Das ist natürlich scheiße. Da sind überall. Wie sieht's denn hier aus? Nee. Da ist ein Speer, der guckt schon mal so fleißig. Wenn man irgendwie versteckt bleiben könnte, ne? Zumindest für die kurze Zeit. Wenn man die erst einmal mit den ganzen vom Weiten bewerfen könnte und dann erst am Schluss rauskommt. Wenn man zum Beispiel hier so im Verbüsch, in dem Gebüsch hier bleibt und die über Attraktor irgendwo da irgendwie lockt und dann immer wieder heimlich versteckt da reinwirft und guckt, dass die nicht hierher kommen. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber dass man die im Augenblick, zumindest solange man noch Sachen hat zum Werfen, dass man die ja so lange noch im Versteck besiegt. Von hier vielleicht. Und wenn ich jetzt hier drin bleibe und da hinten einen Attraktor hinsetze. Und auf dem Weg bis hier, dass ich da hinten erst einmal, dass ich da schon mal eine Annäherungsmine hinsetze. Ich denke, das probieren wir. Ich werde hier ein bisschen was verminen. Und dann werde ich versuchen, mit Hilfe des Attraktors so in dieser Ecke oder so, dass ich die alle so in dieser Ecke, von wenn ich hier mich versteckt halte, die da zu sammeln und so zu minimieren. Ich denke mal, das sollten wir mal so probieren. Wahrscheinlich laufen sie gleich wie verrückt rum, aber vielleicht können wir es so hinkriegen. Haben wir noch einen besseren Ort hier irgendwo, wo man sich verstecken kann? Da ist unser Bike. Nero-Station. Oh, gibt es hier einen guten Ort, wo man drauf kann? Hier sind auf jeden Fall auch Fässer. Hier sind auch Fässer. Und hier kann man irgendwo drauf, aber da kommen auch die drauf. Ja, da haben wir noch das kleine Rohr mit.
Ich werde die einfach mit dem kleinen Rohr besiegen. Ich werde einfach das kleine Rohr benutzen. So, guck mal hier. Ach, guck mal. Benzinkanister haben wir auch noch. Ich glaube, die Entwickler wollen, dass wir hier mit denen arbeiten. Weil hier so viel Rot Explosionsdinger sind. Ah, guck mal da, wer da ist. Ein Arschloch. Oh, ist er tot. Ach, der ruht sich gerade aus. Ach, guck mal da. Die kennen wir noch irgendwo her. Aus der letzten Folge. Schade, dass man diese Dinger nicht mitnehmen kann, diese roten Kisten. Dass man die nicht mitschleppen kann. Okay. Ich würde vorschlagen, ich mache das so. Ich würde vorschlagen, ich speichere mal ein Motorrad. Dann versuchen wir es einfach mal. Wie ich es gerade gesagt habe. Hier kann man natürlich auch ins Gebüsch. Aber den Ort, das würde ich gerne erst einmal freilassen. So als Rückzugsort. Ja gut, dann speichere ich mal kurz. Und dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Die Sägewerkshorde. Der Hammer des Spiels, glaube ich. So, ich speichere mal kurz. So, mal Sicherheit gespeichert. Und dann kann man mal jetzt schauen, wie wir das Ganze angehen. Dann laufen wir mal. Ich probiere es einfach mal so. Ich probiere es einfach mal. Wir haben ein bisschen getestet. Wenn nicht, wir haben ja gespeichert. Probier mal für eine neue Variante aus. Die sind lauter von den Dingern. Ich würde das mit den Attraktoren gerne mal versuchen. Die habe ich noch nie benutzt. Da ist schon mal ein Fass. Wenn wir da vielleicht schon mal eine Annäherungsmine drauflegen könnten, wäre das vielleicht cool. Scheiße, er sieht mich. Scheiße, ich muss da hin. Never ever. Ich komme da niemals ungesehen dahin. Wäre natürlich schön, wenn ich da so ein Ding hinsetzen könnte. Okay, jetzt haben wir dich da schon mal. Okay, das können wir ganz gut. Dann gehe ich mal ins Gebüsch. Kann ich diese Dinger, Attraktoren, kann ich werfen, oder? Wenn ich mich jetzt hier in dieses Gebüsch verstecke. So. Wie weit kann ich kann das dahin werfen? Dann bleibe ich hier so am Baum und kann immer wieder ein bisschen wandern. Ich probiere es einfach mal. Da hinten ist auf jeden Fall schon mal eine Annäherungsmine. Ich könnte natürlich auch da schon mal einen hinsetzen. Dann sammeln sie sich da. Ich probier's. Ich probier's. Ich probier's einfach. Und dann setzen sie sich in Bewegung. Die Karawane zieht weiter. Die Karawane. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ah nein. Oh nein. Okay, ein paar sind weg, aber nicht so viele. Ach du Ach du kriegst die Tür nicht zu. Okay, sind die natürlich alle zur Explosion gegangen. Nur mal testen erstmal. Okay, das klappt ganz gut.
Aber es brennt nicht so unbedingt toll, wie ich. Ich sollte da noch einen in diese Richtung setzen. Bisschen näher ran. Alter. Also die Dinger sind echt nicht schlecht, diese Traktoren. Die sind sehr attraktiv. Äußerst attraktiv, die Dinger. Wenn er nicht jedes Mal ab und zu mal hochgehen würde, ne? Das ist. Der wirft manchmal nicht, Mann! Was werfe ich da eigentlich gerade? Ich werfe doch gar nicht. Ach Mann, das ist gemein. Ich werfe nur Rauchbombe, mehr werfe ich nicht. Ich kann zum Glück einige herstellen. Klappt ganz gut. Es klappt ganz gut, glaube ich. Boah, scheiße. Das haben sie mich erkannt. Mist. Man muss ein bisschen aufpassen, okay? Aber mehr als die Hälfte habe ich schon mal rum. Okay, durchs Wasser gehen ist keine gute Idee. Wir haben fast die Hälfte so erledigen können. Hier ist eine Falle. Das ist ganz toll. Okay, die verfolgen mich nicht. Ich habe eine Chance. Ich kriege eine neue Chance. Okay. Okay. Die haben mich nicht. Die haben mich nicht weiter verfolgt. Das heißt, sie waren abgelenkt. Also, die waren zu sehr auf den Attraktor. Sehr gut. Geil. Gefällt mir gut. Cool. Wir scheinen doch einige dann doch. Wobei, wir sind noch nicht. Noch lange nicht bei der Hälfte. Sind alle da, okay? Sind alle jetzt dort? Machen wir noch mal ein paar neue, wenn es geht. Also die Dinger sind echt super. So, 6 Stück habe ich noch. Und ich habe noch eine Kanne. Also 7 kann ich noch herstellen. Splittergranaten kann ich auch noch werfen. Sind alle wieder da? Okay, das ist gut. Was für ein Haufen, Alter. Was für ein kranker Haufen. Die gehen alle wieder zurück, weil es hell ist, oder was?
Annäherungsminen würde ich hier überall verstecken, wenn ich, ehrlich bin. Die soll ich jetzt mal testen, ne? Die sind wieder drin. Wenn ich jetzt hier einen hin, wenn ich jetzt hier einen draufsetze. Gemeint, dass hier keine Trucks sind, ne? Einfach mal draufsetzen, komm, scheiße, und drauf. Fernlenkbomben machen wir auch noch. Die können wir auch noch irgendwie. Ah, da läuft nur einer rum. Ein Nachtzügler. Einer, der nicht in Sicherheit wollte. Den kann man gut brauchen, wenn er weg ist, ne? Die Fernlenkbomben können wir auch noch einsetzen. Wenn wir jetzt hier mehrere Dinger platzieren. Fernlenkbomben. Auf dem Boden geht auch, okay. Auf dem Boden geht auch. Ich darf nicht so nah an meiner Position, sonst bin ich da selber dran. Alter, ist jetzt schon voll der Haufen, Alter. Alter. Die tanzen da drin. Die machen einen Tanz da innen drin. Die schmeißen eine Party. Die tanzen eine Party, alter Schwede. Wenn ich jetzt da irgendwie reinkäme und lauter. Naja, komm, locken wir sie raus. Ganz einfach. Ach, war ja. Mal hier mal einen kleinen Weg. Da ist diese Bombe. Da ist eine Fernlenkmine. Ich könnte mir hier auch noch eine hinsetzen, falls hier so nervös rumlaufen. Einfach mal gucken, einfach mal probieren. Ich kann noch ein paar neue bauen, das ist ganz gut. Und dann setzen wir mal jetzt aber zur Nummer 2 an. Hier war der Baum, ne? Der war ganz gut, der Ort, glaube ich. Der Ort war, glaube ich, ganz gut. So, Ablenkung, Attraktor. Attraktorbomben habe ich sogar. Okay. Ich habe sogar eine Attraktorbombe. Okay, alles klar. Komm mal her. Achso, die gehen direkt in die Luft. Okay. Hätte ich wissen müssen. Ich dachte, die gehen nur bei Bewegung. Hallo? Liebe Leute. Könnt ihr vielleicht mal kommen? Wie wär's, wenn ihr mal kommt? Hallo? Hallo? Was zum... Du wirst mich da jetzt verarschen. Warum reagieren die jetzt nicht mehr? Mann! Du wirst mich doch verarschen, was ist mit denen? Wo sind die? Hä?
Haben die Party verlegt? Die haben die Party verlegt. Okay, das kann man umwerfen, glaube ich. Umwerfend. Und das kann man runter machen. Ach, guck an. Okay. Kann man sich hier ein... Man kann sich hier einsetzen. Ah, guck an. Und dann komme ich da drüber. Okay, dann komme ich da drüber. Okay. Ach, da sind sie. Jetzt sind sie da drin. Nein! Nein! Das war schlecht! Das war sehr schlecht! Das war sehr schlecht! Das war... Oh, ist das schlecht! Mann! Mann, warum ist das... Oh, nein, Alter! Fick die verdammte Hölle! Alter! Oh, Mann, ey! Ah, oh, Mann, warum wirft er auf falsch? Mann! Mann, 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 Mann! Ah, nee! Warum gehen die auch da in diese... Oh. Fick die verdammte Hölle! Alles wieder von neu! Ist aber gemein, dass man alles wieder von neu machen muss. Aber egal, vielleicht schaffen wir es jetzt irgendwie mehr. So. Annäherungsmine. Oder, ach, der hat schon weiter... Ne, doch nicht, wollte gerade sagen. Manchmal speichert er ja trotzdem. Da sind sie immer noch. Einfach mal gucken, ob es funktioniert. Nee, ich würde über den Weg nehmen. Mal probieren. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Einfach mal alles schon verminen hier. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob funktionieren das Ding jetzt. Aber probieren wir es mal ein bisschen. Okay, die haben reagiert. Die Schweine reagieren schon mal. Ist ganz gut. Da kommen sie! Da kommen sie. Ein Arschloch, noch ein Arschloch. Die werden erstmal abgelenkt durch die Explosion, die da hinten war. Und jetzt gehen sie wieder zurück, die Schweine. Ey, ihr sollt weiter gucken. Klappt nicht ganz so gut. Das mit den Minen. Der geht so hoch, hoffe ich. Perfekt.
Sie reagieren nicht mehr darauf. Hallo? Hallo? Was ist, los hier? Du willst mich doch verarschen. Aha, was wollte ich schon gerade sagen? Meine Fresse, ey. Die fressen ganz schön was. Da sind ganz schön viele. Also die Attraktoren sind echt cool. Die sind echt cool. Ah, guck mal. Geil. Sehr cool. Die Hälfte haben wir schon mal. Geil. Klappt gut. Klappt doch schon mal ganz gut. Die Attraktoren sind super. Das ist richtig coole... Noch mehr. Wir minimieren sie langsam aber sicher. Und jetzt diese noch in diese Richtung. Und rauf damit. Super. Absolut geil. Geile Taktik. Gefällt mir gut. Gefällt mir verdammt gut. Fällt mir sehr gut. Jetzt müssen wir die da hinten noch anlocken. Und drauf. Bingo, bango. Bingo, bango. Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Geil, Alter. Klappt ganz gut. Und das waren die letzten davon. Aber es macht nichts. Wir haben nicht mehr so viele Kannen. Eine. Es sind nicht mehr so viele, glaube ich. Sehr gut.
Sehr, sehr gut. Wie viel können wir davon noch bauen? Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Perfekt, Alter. Super. Auch noch einmal etwas, wo die schön drauf stürzen können. Komm, 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 komm. Und jetzt drauf. Jawoll. Ja. Bingo, bango heißt das hier. Was alle? Oh ja. Nee, ich glaube nicht, Alter. Ich glaube nicht, aber wir könnten sie jetzt bald, glaube ich, so kriegen, ne? Einzeln. Oh, da oben sind noch wir. Alter, du willst mich doch verarschen. Da sind noch so viele. Und einzelne Versprengte sind hier noch. Es laufen jetzt einzelne hier rum. Hilft, glaube ich, auch, die Einzelnen mal zu beseitigen. Aber es hat denen schon ganz gut was abgezogen. Ganz gut, ganz gut. Das hat sie minimiert, ordentlich. Das ist gut. Es sind natürlich da im Haus noch etliche drin. Sind alle ins Haus gegangen, scheinbar. Oder in der Grube. Häschen in der Grube. Das kann natürlich auch sein. Die sind drinnen. Sie sind drin. Sie sind drinnen. Ich komme jetzt nochmal den Traktor versuchen. Mollys haben wir jetzt ja auch noch. Wir haben auch noch Mollys. Ist ja nicht so, dass wir keine Mollys mehr haben. Wir probieren es mal. Scheint nicht mehr drauf reinzufallen, ne? Irgendwann. Doch, ein paar kommen. Ein paar Einzelne. Ein paar Einzelne kommen. Scheint nur Versprengte zu sein. Da hinten sind noch welche. Reagieren noch nicht mehr drauf. Okay. Muss man den irgendwie ablenken. Da muss man die irgendwie ablenken, dass sie einen irgendwie bemerkbar machen. So. Viele dürfen... Na gut, das sind noch ein paar, glaube ich, im Haus. Dafür ist der rote Balken noch zu doll. Ah, da ist noch Mr. X. Mr. X, Mr. Arsch, Mr. Opa. Ein Grandpa. So, immer mal wieder schön. Oh, ich habe kaum mehr Schrott. Toll. Ich habe kaum Schrott. Natürlich ganz gut. Wahrscheinlich alle da. Da sind die alle in der Grube wahrscheinlich. Wahrscheinlich jetzt sind sie alle in der Grube. Nochmal der zweite. Der zweite Hürdenanlauf. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, guck mal.
Ach, guck mal. Wenn man sich wieder umguckt, kann man noch einiges finden. Die müssen einen nur lassen. Kann man schon wieder eine bauen. Ein. Ah, guck mal da. Wir können einen zweiten bauen. Super. Geil. Das gefällt mir gut. Mal ein bisschen vorbereiten. Ich kann nichts mehr bauen, okay. Wie sieht's oben aus? Die sind wahrscheinlich alle da draußen, ne? Sind wahrscheinlich alle da draußen. Weg hier! Lass mich los! Lass mich doch los! Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Lass mich in Ruhe! Lass mich bloß in Ruhe! Alter Wichser, lass mich los! Mensch, die halten einen aber auch auf! Die halten einen aber auch auf! Meine verdammte Fresse! Verfolgen sie mich? Ja, sie verfolgen mich. Jetzt ist es Zeit für Molly. Triff mal ein bisschen besser, Junge. Boah, scheiße, Alter. Mann, 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 du verfluchter Drecksack. Lass dich doch nicht kriegen von denen. Okay, ich krieg's, aber es sind nicht mehr so viele. Das sind nicht mehr so fucking... Also, zumindest glaube ich das. Von wegen. Sind noch genug. Da sind noch genug. Ist auch noch irgendwo im Busch. Wäre schön, wenn ich das von dieser Seite noch irgendwie mit dem Busch machen könnte. Mollys können wir noch bauen. Probieren es mal kurz. Boah, Alter. Nicht in die Falle locken. Nicht jetzt so sehr. Alter, das ist noch ein bisschen rot und da sind noch so viele. Du willst mich doch verarschen. Guck, wie viele das noch sind. Das bisschen rot da. Alter, da will mich doch echt verarschen. Das bisschen rot und so viele Freaker. Wobei, so viel sind es gar nicht mehr, glaube ich, oder? Extrem viel, glaube ich. Muss mal ein bisschen mutig sein. Und laufen, 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 laufen. Immer ein bisschen. Ach scheiße, jetzt kommen sie alle auf mich zu. Aber es hält sich in Grenzen.
Man kann sie relativ gut. Boah, die minimieren sich gar nicht. Dreckschweine. Es sind noch so viele. Und das ist ein Witz, ist das. Der rote Balken ist doch schon fast weg. Nick, hörst du mich? Ich hatte ein bisschen Zeit. Ich hab was für dich. Guter Zeitpunkt, mein Freund. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ich könnte deine Hilfe brauchen, das wäre ganz gut. Wir erledigen sie langsam. Langsam aber sicher. Viele sind es nicht mehr, ne? Es sind nicht mehr sonderlich viele. Und das war der passendste Zeitpunkt für Boozer, uns jetzt hier zu sagen, dass er Gegenstände in seiner Box hat. Warum müssen wir es überhaupt alleine machen? Warum müssen wir es überhaupt fuckingweise alleine machen? Es sind so viele Leute im Camp. Mal ein bisschen Schrott machen. Gute Idee jetzt hier in der Zwischenzeit jetzt hier. Wir haben genug Schrott. Ernsthaft? Nein, haben wir nicht. Toll. Das Spiel will einen wieder verarschen. So. Wir haben es bald. Hoffe ich. Okay, der Zeiger ist fast weg. Und da kommen noch. Es sind trotzdem noch genug da, Alter. Guck mal, wie viele da noch rumlaufen. Fucking Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Oder ist das einfach nur den Balken auf jeden Fall erledigen muss und das schon geschafft hat, obwohl da noch welche sind. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt aber haben wir es aber wohl bald, oder? So viel sind es nicht mehr. Komm schon, komm her, Freundchen. Wir haben es bald geschafft. Möchte ich doch sehr stark hoffen. Und weg hier. Kein Risiko eingehen. Lieber wandern. Und ob ich auch wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Freaker-Blut. Ja, mit der Ausdauer ist auch gut, dass wir das drauf gesetzt haben. Ah, hat gut. Na, komm. Ah, wir haben es ja. Oh, Alter. Alter. Ich hab's gar nicht mehr gesehen. Ah, oh, Alter, nein. Haben wir es geschafft? Alter. Fick die Hölle. Alter. Wir haben es geschafft. Alter. Das war die Sägewerkshorde. Leck mich doch fett am Arsch. Alter. Okay, so ging er ganz gut. War gar nicht mal so schlimm. Eigentlich. Mit der richtigen Taktik. Nächstes Mal fahr ich. Ja. Ja, Bruder. Okay. Rest einfach darüber. Alles klar. Wir haben natürlich einige Kannen verplempert. Müssen wir wieder für unseren nächsten großen Kampf ein paar Kannen suchen.
Aber egal, wir haben. Ich würde gerne noch ein bisschen hier looten. Fahr vorsichtig. Was glaubst du denn? Dass ich mich in die Luft jage? Verstehe nicht, warum wir es immer noch alleine machen mussten. Wir haben lauter Leute im Camp. Die hätten uns alle helfen können. Ah, ich heb dir was auf. Juhu! Geil, 10.000 Erfahrungspunkte, alter Schwede. Renne gegen die Zeit. Hordenkiller freigeschaltet. Und eine neue Waffe. Eieiei. Geil. Geil. Ich freue mir. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwo was finden. Hey Dick, hörst du mich? Ja, bitte? Hey, ach, da sind noch welche. Was gibt's? Zwei Nachzüge sind noch da. Ich sag Bescheid, wenn er fertig ist. Danke. Komm, noch ein bisschen Ohren. Bereit, wenn du es bist. Sammeln. Willst du das echt machen, Dick? Sie kommen, Ricky. Es sei denn, wir schlagen zuerst zu. Du hast recht. Okay, Ricky, Ende. Was für ein Haufen, Alter. Was für ein Haufen. Juhu, wir haben es geschafft. Haha, geil. Wer macht den Sauhaufen jetzt hier weg? So, wir müssen mal gucken, ob wir hier irgendwo noch Gegenstände finden. Ah, da in dem Haus da. Wir waren ja einmal gestorben, ne? Da haben wir ja wieder neu geladen. Da müssen die Gegenstände eigentlich noch da drin liegen. Ich pack mal eben kurz. Kann ich irgendwas herstellen? Nichts mehr. Ich bin komplett geplündert, ey. Und diese Fernlenkbomben sind gar nicht explodiert. Großartig. Toll. Und der Attraktor ist super. Sollte ich mir vielleicht mal für die nächsten Kämpfe mal aufschreiben, dass ich das mit benutze. Weil das ist echt ein super Ding. Lockt die Freaker gut an. Wie das bei Menschen aussieht, weiß ich nicht. Wir müssen natürlich auch später noch gegen Menschen kämpfen. Ob die so doof sind, darauf reinfallen. Haben wir hier noch irgendwas zum Sammeln? Nein. Alles mitnehmen, was hier ist. Ach so, guck mal. Aha, guck an. Auch nicht schlecht. Haben wir gar nicht gebraucht. Ich meine, so arg schlimm war es nun auch wieder nicht. Mit dem richtigen Werkzeug, mit dem richtigen Material. Mit der richtigen Ausdauer. So, was haben wir denn hier noch? Irgendwas Nettes? Das ist nicht viel, was hier rumliegt. Hier liegt nicht viel rum. Hier liegt nicht viel. Das ist nicht viel. Da liegt auch nichts. Na nü. War hier nicht noch irgendwo... Da drin vielleicht. Ah, siehst du. Sag ich doch. Ein bisschen was haben wir noch. Siehst du mal. Ein bisschen haben wir noch. So, dann haben wir da hinten ja im Haus auch noch was. Im Norden. Alles genau angucken und mitnehmen. Wir werden es alles brauchen. Von da kommen wir gerade, ne? Ja. Wir werden das später alles brauchen müssen, was wir jetzt hier noch einsammeln. Oh, haben wir ihn hier. Oh, schöne Falle. Ach, gute Idee. Ne, wir haben es ganz gut hingekriegt. Das war ganz gut. Die ließ sich eigentlich ganz gut erledigen. Mit den ganzen Sprengdingern und so. Wurfdingern. Die Sprengdinger haben wir gar nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Ich habe es zwar gelegt, aber... Hm,
noch ein paar Ohren mitnehmen für unser Origoreng. So, da hinten war noch was drin im Haus. Da sollten wir auch noch mal reingucken. Geil, 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 Alter. Ein Hordenkiller. Trotzdem möchte ich mich nicht dran gewöhnen, ehrlich gesagt. Ich möchte mich nicht ehrlich gesagt dran gewöhnen, diese Horden hier weiterhin als mein Hobby zu machen. Weil ich, dafür hasse ich diese Horden umso mehr. Wenn ich es nicht anders sein muss, würde ich die lieber umgehen. So, da gibt es noch eine Dose. So, Mollys können wir noch herstellen. Oh, wir müssen so viel sammeln wieder. Wir haben kaum noch Gegenstände. Müssen wir irgendwann, muss ich nochmal in Offline-Modus bis um die Welt ziehen und eine Menge Zeug sammeln. Wir haben sehr viel Zeugs verloren. Bei diesem Kampf der Kämpfe. Gut, ah, mein Gott, ich bin froh. Ein Stein vom Herzen, dass wir das hinter uns haben. Eieieiei, leck mich doch am Arsch. Überall nochmal nachgucken. Okay, hier kann man auch drunter. Okay. Dann gehen wir nochmal in die Halle selber rein. Ach, guck mal da, was hier so zufällig rumliegt. Ach, guck mal da, eine Kanne. Schön. Liegt einfach so auf dem Boden. Auch gut. Und das Ding hätten wir runter machen können. Super. Hätte uns auch geholfen. Aber wir kamen auch so zurecht. Wir kamen auch so zurecht. Ja, wir werden noch ein bisschen rumwandern müssen. Sehr viel Zeug sammeln müssen. Das befürchte ich. Ah, guck mal hier. Liegt auch noch ein bisschen was rum. Ah, schön. Ein bisschen was liegt dann hier doch noch. Aber wir können nicht viel tun, nicht viel bauen. Und Schrott brauchen wir vor allem für unsere Nahkampfwaffe. Ich verstehe es gar nicht. Wir haben keinen. Warum? Wo ist der ganze Schrott hin? Wir hatten doch eigentlich Schrott genug. Komisch. Ach, da liegt noch was. Ach, guck mal da. Ach, schön. Ach, schön. So zufällig liegt das hier so einfach so drumrum. Ah, Mann. Diese Erleichterung, dieses Erleichterungsgefühl kann ich einfach nicht beschreiben. Das muss man einfach selbst erleben. Selbst spielen. Sonst hat man dieses Gefühl nicht. Da liegen die weiteren. Oder da lagen die weiteren. Ein paar einzelne Ohren haben wir noch, aber der Rest ist einfach despawned. Finde ich nicht so schön. Wobei ein paar Ohren bleiben noch. Okay. Kann ich das vielleicht mitnehmen? Guck mal, die Ohren bleiben liegen. Nur die Freaker sind alle weg. Geil, die Ohren bleiben liegen, Alter. Die Ohren. Ja, geil. Die Ohren bleiben alle liegen. Ich würde es gerne mitnehmen, Alter. Kann ich mitnehmen? Ja, ich kann es wieder mitnehmen. Geil. Cool. Weil er hat mich ja überhaupt nichts gebracht, ehrlich gesagt. Hat mir ja gar nicht irgendwie großartig geholfen. Sind die alle hochgegangen? Sind die alle hochgegangen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber immerhin haben wir eine wieder mitgenommen. Das ist gut. Na gut, Freunde, dann machen wir... Ach, da. Da ist auch noch eine. Da war auch noch eine. Okay. 4 von 6. Was sieht's hier aus? Nee. Na gut, dann machen wir uns auf.
Auf zurück zum Camp. Geil. Das ging doch einfacher, als ich dachte. Und wir müssten noch einen Brecher hier oben rumlaufen haben. Aber scheiß mir jetzt auch der Hund drauf. Ist mir jetzt auch egal. Haben wir alle Gegenstände eigentlich eingesammelt hier? Wenn wir schon mal gerade hier sind. So gerade voller Elan und... Hier liegt meistens noch ein bisschen was rum, was wir vorher nicht mitnehmen konnten. Und es liegt weiterhin was rum. Na gut. Gut, da gucken wir mal. Liegt hier noch irgendwo etwas? Ah, da ist noch was. Eine Dose, natürlich. Ein Döschen, ein Becherchen. War alles Max, ne? Wir haben von irgendwelchen Dingen so viel genug, nur von den anderen Sachen nicht, die wir unbedingt brauchen. Zum Herstellen. Ach, guck mal da, eine Flasche. Ach, guck mal, das ist eine Kanne. Geil. Gut, dass wir da mal geguckt haben. Die Kannen sind selten. Ach, die machen eine Pause hier. Die sind sowas von fertig, dass die gegen uns verloren haben. Die müssen jetzt einfach einen Augenblick Pause machen. Man hätte die hier überall durchziehen können, ne? Mit denen. Hier überall langziehen können. Man hätte überall was... Eine Bombe setzen können. Aber so wie wir es gemacht haben, ging es eigentlich ganz gut. Das war ganz gut eigentlich. So, jetzt gehen wir nochmal kurz in die Nero-Häuser. Container. Gucken, ob da noch irgendwas ist für uns. Was voll war vorher und jetzt nicht mehr. Hallo, moin. Ah, guck mal da. Hat sich doch gelohnt. Die Fahrt zum Mond. Die Fahrt zum Mond hat sich gelohnt, nochmal hier reinzugucken. Bisschen Kerosin. Geil. Und nochmal einen weiteren Becher. Siehst du mal, hat sich doch gelohnt. Ich würde vorschlagen, wir machen erstmal diese. Einfach nur, weil wir es können. Da haben wir immer noch mal einen im Petto. Da haben wir schon mal welche gebaut. So. Und die andere Tür gehen wir noch mal rein. Was hier noch drin ist. Da ist noch ein Lappen, natürlich. Ein schmutziger Lappen. Ein weiterer Becher. Zwei weitere Becher. Und, ha, guck mal da. Geil. Es hat sich gelohnt. So, ich würde gerne... Tageslicht haben, deswegen schlafe ich mal kurz, wenn es geht. Kann ich hier irgendwo schlafen? Dann fahren wir mal bei Tageslicht los. Das haben wir uns verdient. Das haben wir uns fucking verdient. Alter. Huiuiui, was kann jetzt noch kommen? Ja, der große Kampf der Miliz. Und das wird auch nicht ohne, glaube ich. Aber wer das hinkriegt mit der Horde. Mal sehen, was noch so läuft. Ach, da ist noch was. Da haben wir noch einen Becher vergessen. Dann fahren wir los. Ab zurück ins Camp. Und offline werde ich mich dann ein bisschen in der Welt nochmal rummachen. Um mich dann nochmal einzudecken mit ein bisschen Material. Wir haben bestimmt irgendwo noch ein paar Dinge, Orte, wo man noch ein bisschen sammeln kann. So, haben wir hier alles abgegrast? Ich glaube ja. Wir haben alles. Dann auf zum Bike und weg hier. Verlassen wir diesen müden Ort. Verlassen wir ihn. Alter Schwede. Da hat sie das Gefühl, das kann ich nicht beschreiben. Das kann ich einfach nicht beschreiben. So. Okay, jetzt haben wir das Stinkezeug geholt für unseren LKW-Bomber. Ah, Nachtzügler, schön. Guten Tag, guten Tag. Ich lasse euch leben. Ich lasse sie mal leben. Oh nein, Kreischer. Naja,
Der sieht wieder meilenweit voraus, irgendwelche Kreischer. So, Schrott müssen wir viel sammeln. Unsere Nahkampfwaffe ist nicht mehr gut. Die möchte ich nicht verlieren. Der Perk ist gut, dass man hier immer wieder reparieren kann. Aber die Waffe ist am besten, glaube ich. Die Nahkampfwaffe, meine ich. So, ich habe auch keine einzige Kugel verschossen.